Eine Geschichte großer Barmherzigkeit oder Menschlichkeit. Hallo, heute möchte ich mit dir über die Bibelstelle Johannes 8, 2 bis 11 nachdenken, wo es um die Ehebrecherin und Jesus geht. Lies sie gerne nach. Zusammengefasst ist es eigentlich, schildert diese Geschichte im Johannesevangelium die Vorstellung einer Gerechtigkeit, die sich in Barmherzigkeit ausdrückt. Sie handelt davon, wie eine Frau auf frischer Tat ertappt wird beim Ehebruch. Und die Sittenpolizei von damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten, brachten sie zu Jesus, um ihm eine Falle zu stellen und ihn anklagen zu können. Dass er über diese Frau ein Urteil fällen sollte, damit er dadurch auch seine Treue zur Tora, also den fünf Büchern Mose, dem Gesetz damals, unter Beweis stellen sollte. Aber im Gegensatz zu der Erwartung der Schriftgelehrten verurteilte Jesus die Frau nicht. Im Gegenteil, er sagte den Zuhörern, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und so sind sie alle gegangen und am Schluss hat er gesagt, auch ich verurteile dich nicht. Geh in Frieden, aber tu es nicht mehr. Er erweist ihr also Barmherzigkeit und entlässt sie ungestraft. Nun wollen wir einen Blick auf den historischen Hintergrund dieser Geschichte werfen, um verständlich zu machen, warum Jesus in dieser moralischen Frage so entschieden hat. Unsere Geschichte spielt ja im jüdischen Tempel. Dieser ist 1,5 Kilometer lang, also Umfang, und 14 Hektar groß, also größer als alle vergleichbaren Kultstätten. Und mit dem Tempel war meist eben der Tempelbezirk gemeint, das trapezförmige Tempelareal. Und Jesus hielt sich, als die Sittenpolizei ihn fand, im Vorhof der Frauen auf. Nun, was ist der Vorhof der Frauen? Dürfen dort nur Frauen sein? Nein, dort dürfen auch Frauen sein. Also wenn Männer in ihren Teil, wo nur Männer Zugang haben, gehen wollten, dann mussten sie diesen Vorhof der Frauen durchqueren, um zu ihrem Teil des Tempels zu kommen. Weil es dann oft zu Zwischenfällen kam im Vorhof der Frauen, hat man diese irgendwann auf die Empore verbannt, sodass sich Frauen und Männer nicht mehr so direkt im Tempel begegnet sind. Die Begegnung zwischen Jesus und der Ehebrecherin findet am siebten Tag bei Beendigung des Laubhüttenfestes statt. Ein jüdisches Sprichwort sagt, wer die Ausgelassenheit jenes Festes nicht gesehen hat, der hat sein Leben lang keine richtige Fröhlichkeit gesehen. Und vor allem die letzte Nacht. Weißt du, Festbeleuchtung auf dem Tempelberg, in allen Häusern, Straßen und Plätzen. Diese Nacht ist laut wie eine Silvesternacht und fröhlich und ausgelassen wie der rheinische Karneval. Und besonders fromme Rabbis vollführen da auch akrobatische Akts. Es gibt enorm viele Pilger, da jeder Israeli verpflichtet ist, egal wo er wohnt, an diesen zu den jährlichen Hauptfesten nach Jerusalem zu kommen. Und natürlich war auch während dieser letzten Nacht die Sittenpolizei unterwegs. Sie meinten es eigentlich gut, aber haben es falsch gemacht. Sie waren Tag und Nacht bemüht, nach dem Rechten zu sehen, erfüllt von dieser brennenden Sorge um das Seelenheil ihrer Zeitgenossen und die Reinheit des öffentlichen und privaten Lebens. Und in dieser Nacht machten sie einen hübschen Fang. Ein junges Mädchen wird in den Armen eines fremden Mannes überrascht. Und in einem großen Geleitzug bringen sie das Mädchen zum Gerichtshof vor Jesus. Das Gesetz des Mose schreibt ja vor, trifft ein Mann in der Stadt eine junge Frau, die mit einem anderen verlobt ist und er schläft mit ihr, dann sollt ihr die zwei aus der Stadt bringen und steinigen. Beide müssen sterben. Die junge Frau, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat, obwohl sie in der Stadt war, und der Mann, weil er sich an der Braut eines anderen vergriff. Also, wenn eine Frau beim Ehebruch erwischt wurde, musste man sie vor den Herrn stellen. In dieses Nikanor-Tor. Zu diesem Tor führten 15 Stufen hoch. Und wenn man davor stand, sah man geradewegs vor sich das Tempelgebäude mit dem Allerheiligsten.
Und deshalb gab es damals eine geläufige Formel: Wer am Nikanor-Tor steht, der steht vor dem Herrn. In diesem Tor zur damaligen Zeit passierte vieles, was vor dem Herrn geschehen musste, wie Beurteilung, ob jemand noch aussätzig ist oder eben auch besagter Ehebruch. Damals war es so, zur Zeit Jesu, dass ein Mädchen von seinen Eltern gewöhnlich mit 12 Jahren verlobt und mit 13 verheiratet wurde, also mit Beginn der Geschlechtsreife. Für unsere Geschichte heißt es, dass dieses Mädchen verlobt und höchstens 13 Jahre alt war. Warum verlobt? Wäre sie verheiratet gewesen, hätte ihr nicht die Steinigung gedroht, sondern erdrosselt werden. Sie war also mit einem Mann verlobt. Wäre sie frei gewesen und der Mann frei gewesen, hätte der Mann sie einfach heiraten müssen und den Brautpreis bei ihrem Vater begleichen müssen. Also du kannst dir den Ablauf ungefähr so vorstellen: Es herrschte touristischer Hochbetrieb in der Laubhüttenwoche und zudem ausgelassener Faschingsbetrieb der letzten Nacht. Und mitten in diesem Trubel ein junges Mädchen so anziehen, dass der Mann gleich aufs Ganze geht, so hilflos und unerfahren, dass sie auf der Stelle erwischt und festgenommen wird. Wenn diese Frau ja auf der Tat ertappt wurde, frisch tat, ja, wo war dann der Mann? Zur frischen Tat gehörten beim Ehebruch bekanntlich zwei. Wo steckt er? Warum war dieser Mann nicht vorgeführt worden? Nach alttestamentlichem Recht hätte er ja auch die Todesstrafe erleiden müssen. Aber hier drückte die Sittenpolizei ein Auge zu. Vielleicht war es auch einer von ihnen, der mit diesem Mädchen Sex hatte oder keine Ahnung. Also die schweigende Solidarität der Männer und Richter. Wenn es um den Schutz des Mannes geht, lärmende Solidarität der Männer und Richter, wenn es um die Bestrafung der Frau geht. An diesem Verhalten hat sich leider in 2000 Jahren auf vielen Teilen oder in vielen Teilen der Welt nicht viel verändert. Und die Schriftgelehrten bringen eben nun diese Frau nicht direkt zur Steinigung außerhalb der Stadt, wie es Pflicht wäre außerhalb der Stadt, sondern zu Jesus. Sie suchen nach einer Möglichkeit, ihn in die Enge zu treiben, da er ihnen sowieso ein Dorn im Auge ist, da er am Sabbat heiligte, am Sabbat seine Jünger Ehren raufen ließ. Er kritisierte den Tempelgottesdienst, erlaubte die Speisen, die Mose verbietet, und verbietet die Ehescheidung, die Mose erlaubte. Und nun sind sie mega gespannt, was Jesus zu den Strafparagraphen des Mose sagen würde. Jesu Antwort ist in die Geschichtsbücher eingegangen: wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, und einer von nach den anderen verlässt den Schauplatz. Jesus bleibt ja total allein mit dem jungen Mädchen zurück. Ethelbald Staufer schreibt dazu: Aber jetzt steht diese junge Frau vor dem einzigen Mann, der das menschliche und göttliche Recht hat, einen Stein auf sie zu werfen. Sie wartet auf ihr Urteil. Da sprach Jesus: So verurteile auch ich dich nicht. Schlichter und anspruchsloser kann man es nicht sagen, ritterlicher und menschlicher kann man nicht sprechen. Jesus von Nazareth ist ritterlicher als irgendein Mann. Gott der Herr ist menschlicher als irgendein Mensch. Jesus aber ist immer da am göttlichsten, genau da, wo er am menschlichsten ist. Stell dir vor, Jesus von Nazareth am Nikanor-Tor, das ist die Offenbarung der Menschlichkeit Gottes im Tempel des Herrn. Diese Geschichte aus Johannes 8 hat Sprengkraft, und zwar so sehr, dass sie nicht in jeder Handschrift des Neuen Testamentes erhalten ist oder enthalten ist. An der Schuld der Frau besteht kein Zweifel, die Pharisäer und Schriftgelehrten sind eindeutig im Recht. Dagegen kann eigentlich auch Jesus nichts machen. Er sagt auch mit keinem Wort, dass die Frau unschuldig sei oder dass Ehebruch nicht länger Sünde wäre. Aber Jesus, weil er alle an ihre eigene Sünde erinnert, findet sich niemand mehr, der sie anklagen möchte, geschweige denn den ersten Stein werfen. Und so sagt Jesus diesen unfassbaren Satz zu einer schuldigen Ehebrecherin: Ich verurteile dich nicht. Jesus unternimmt kein intimes Beichtverhör, verlangt kein zerknirschtes Bußbekenntnis.
Und sein letzter Satz an diese Frau lautet: Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Weißt du, ich erlebe immer wieder, dass manche Christen heute genauso an Schuldfragen interessiert und auf das Thema Sünde fixiert sind wie die damalige pharisäische Judentum. Aber hat die starke Betonung der Sünde in bestimmten christlichen Kreisen wirklich zur Verbesserung und zur Heiligung des Lebens beigetragen oder hat es die Methoden des Versteckens nur raffinierter gemacht? Wenn uns die Betonung der Sünde am Ende vor allem unehrlicher macht, dann hat sie ihr Ziel verfehlt. Weißt du, es ist überhaupt kein Wunder, dass das Christentum an Glaubwürdigkeit verliert, weil Menschen unsere nur äußerlich heilige Fassade durchschauen. Die starke Betonung der Sünde führt leider in vielen Fällen nicht zur Veredelung des Menschen, sondern zum Verheimlichen ihrer Sündhaftigkeit. Ich möchte Sünde keinesfalls verharmlosen. Ich weiß von mir selbst, was Sünde in meinem Leben und im Leben anderer anrichten kann. Aber mir fällt auch auf, dass in den Evangelien der griechische Begriff Sünde nur in 37 Versen vorkommt, was reichlich wenig ist bei 3779 Versen in allen vier Evangelien. Jesus hat nicht dauernd von Sünde gesprochen. Seine zentrale Botschaft war Barmherzigkeit und der Anbruch des Reiches Gottes. Und ein deutlicher Ausdruck des anbrechenden Gottesreiches mitsamt seiner Barmherzigkeit ist die Geschichte der Ehebrecherin. Es ist nicht die Geschichte einer großen Sünde, sondern die Geschichte großen Erbarmens. Wenn die Geschichte des barmherzigen Samariters ein Plädoyer für Mitmenschlichkeit ist, dann ist die Geschichte der Ehebrecherin ein Plädoyer für Menschlichkeit. Weißt du, Jesus ist kein Paragraphenreiter, kein kleinkarierter Gesetzesbeamter oder Erbsenzähler. Keiner, der nur darauf wartet, uns in unsere Schuld zu überführen oder einer Schuld zu überführen, sondern Gott, der in diese Welt kommt und den Menschen mit Liebe, Annahme und Vergebung begegnet. Jesus sieht zwar das Vergehen dieser Frau, aber auch die Umstände hat er im Auge, ihr Alter, den Zeitpunkt des Ereignisses, inmitten des ausgelassenen Trubels, das Fehlen des Mannes und die Listigkeit ihrer Ankläger. Wenn es um moralische Entscheidungen geht, dann hat Jesus nicht nur Regeln und Gebote im Blick, sondern den Menschen selbst. Und da können wir viel lernen. Jesus verschließt nicht die Augen vor den betroffenen Menschen, wie es die unparteiische Justitia tun würde, die ja mit ihrem Schwert steht und Augenbinde und sagt, du kriegst, was du verdienst. Sondern er bedenkt ihre Geschichte, ihr Herz, ihre Betroffenheit und ihre Umstände. Jesus opfert nicht seine Barmherzigkeit auf dem Altar juristischer Korrektheit. Johannes 8 ist eine große Geschichte der Barmherzigkeit. Frage: Fördert meine Entscheidung oder mein Verhalten Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut? Ausgehend von der Geschichte der Ehebrecherin könnte die Frage lauten: Was wäre das Barmherzigste? Die Bibel und das Handeln Jesu sind uns geschenkt, um die Ethik des Himmels zu entdecken. Zum Abschluss wollen wir zusammen Micha 6, 8 lesen. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Also sehen wir, Gerechtigkeit üben, die Barmherzigkeit lieben und bescheiden leben, bringen die Werte des Himmels zum Ausdruck. Halleluja! Nun wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Schön, dass es dich gibt. Und wenn du das Video am Morgen oder am Nachmittag hörst, einen super Tag. Danke für deine Zeit. Ich freue mich über Likes, über Teilen meines Kanals.
über Kommentare. Tschüss!